Guild affairs are an important matter. All part of the job. Okay. Gut. Hier war ich schon, ne? Viel Gequatsche. Musst du so einen Umweg gehen? Naja, machst du. So. Ach, da war auch noch ein Gold. Wegen einzelnen Goldstücken hänge ich hier so da. So, ist hier was Neues? Wo geht's eigentlich hier hin? Geht's hier auch wieder rein? Ja. Interessant. Wusste ich noch gar nicht, dass es da lang geht. Das heißt, man hätte auch hier rein angreifen können. Cool. So, alle mal ein paar Etagen hoch. I'll do as you tell, but only if there be a good amount of coin. Obis be paid well for this. Denn sein Dialekt im Englischen hört sich interessant an, sag ich mal. Um es vorsichtig auszudrücken. So, und hier sind jetzt die ganzen Schlössersachen mit den guten Erfahrungspunkten. Nicht? It's so... Barton, have you wurde hier... Doch, hier wurde auch resettet scheinbar. Das Buch ist weg. Gibt es hier die Schlösser noch? Und sind die noch zu knacken? Nein. Die sind gar nicht mehr so... Oh, na bloß gut, ich habe vorher alles gemacht hier. Und okay. Oben wurde da auch resettet? Right. Interessant. Kann man nicht mehr die Schlösser hier knacken? Be quick with it. I'll do as you wish. Wieso leuchten jetzt die ganze Zeit die Dinge? Ich hab drückt doch gar nicht mit Tab. Wer weiß. Ich meine, ist ja nicht schlecht. Leuchten sie halt die ganze Zeit. Den Ring kannst du nicht tragen. Nimm du den mal. You are lucky. Ja, die Schlösser sind wieder da. Konnte das Schloss nicht öffnen. Oh, nicht schlecht. Yes. Nothing to it. What do you want, Kai? The dwarf will not do it. Aber wegen einzelnen Goldstücken jetzt hier. Ich hätte ja jetzt mit mehr gerechnet. Dass die mir schon mehr wieder hinlegen. In der kurzen Zeit. Vor allem habe ich das Schloss geöffnet und da ist nichts drin. Die Tür ist nur angemalt. Aber hier ist auch alles dunkel, das heißt, das wurde auch resettet. So, war hier ein Schloss drin? Mist. Hier geht's auch runter? Wo kommt man dann raus? What would you have me do? It's so cloudy. Die ist auch immer nur auf Drogen, oder? Was die so quatscht. Ach, sag mal. Brauche ich denn überall 100% zum Schlösser öffnen?
bark your orders. Have you yes. for less. Whatever you want. Komm, mach hin. Wieder nur ein Gold. Mann, ist das interessant. Überall einzelne Goldstücke hinter übelst stark gesicherten Schlössern. So muss das sein, ne? So, was wollte ich jetzt noch? Ich wollte jetzt auf den Friedhof. Indirekt will ich auch noch zur Vaucains Promenade. Zum einen, um dieses Diebesding zu erledigen und zum anderen, weil ich dort verkaufen kann und dort einen Händler habe, den ich auch wieder finde, wenn ich später mal hier wieder herkomme. Was machst du da? Dieser Übergang ist schrecklich. Die Wegsuchfunktion ist einfach zu doof, um diesen Übergang zu meistern. What do you want? I've killed for less. So. Auf dem Friedhof werden wir dann noch das Problem haben, dass seine Rüstungsklasse noch nicht hoch genug ist. Oder tief genug. Das wird nochmal interessant werden. Mal schauen, wie wir es hinkriegen. Und was unsere Aufträge jetzt sagen von Hexat und so. Also von einer anderen weiß ich es ja, aber was bei Hexat jetzt speziell der Auftrag ist. Yes. I remember something of this place. There are soothsayers and conjurers that whisper in hushed tones about an artifact lost to antiquity, but not so lost to a perceptive mage. Genau, und das meinte ich. Edwin weiß noch nicht, dass er zum Friedhof will, aber er will zum Friedhof. Ich habe Gerüchte gehört und ein wenig über das Thema gelesen. Viele haben den Namen der Nessa-Rolle voller Frustration ausgesprochen. Ich hatte ein eingehendes Gespräch mit einem Wahrsager. Er schwört, dass sie in Adkatla zwischen den Adligen begraben sei. Wenn wir sie finden könnten, wäre das wirklich hervorragend. Vielleicht in den unteren Grüften? So. Das heißt, wir suchen eben für ihn auch noch nach dieser Schriftrolle. So, jetzt gehst du mal bitte hier hin. Achso, ihr geht mal alle zusammen, weil ihr müsst ja da hinten lang, da könnten noch andere Leute kommen und ich weiß nicht, wann der Auftrag von Hexat startet. Hier sind überall alle möglichen Sachen, die noch aufploppen und stattfinden. Bark your orders and later I'll split your gut open. Yes. If that's what you want. Yes? Warum sollte jemand so etwas tun? Was könnte jemand dazu bringen, einen kleinen Jungen zu töten und auch noch einen Halbling? Er hat nie jemandem etwas zuleide getan. Beruhigt euch, mein Schatz. Es gibt nichts mehr, was für ihn getan werden könnte. Ich weiß. Ich weiß, mein Gatte. Aber ich sah meinen armen kleinen Wellen. Ich sah ihn. Er kam nachts zu mir. Und er kann nicht in Frieden ruhen. Er wurde ermordet. Und er findet keine Ruhe. Warum nur? Ich verstehe es nicht. Psst, psst, mein Herz. Alles wird gut. Ihr da, lasst uns alleine. Könnt ihr nicht sehen, dass mein Weib verstört ist? Lasst uns einfach allein. Sagt er jetzt noch was anderes? Rather outlandish folk to be wandering round here. Nein. Wir gehen erstmal so alles ab. Und später gehen wir dann in die Gemäuer rein jeweils. In die verschiedenen. I'm nothing to it. Be quick with fine. Help me. Help me, please. Was ist denn euer Problem? He's risen from his grave. He scared everyone away who was at the funeral, and now he's come after me. Ich habe es mein Leben lang mit diesem billigen Bastard ausgehalten. Wisst ihr, was er mir in seinem Testament hinterlassen hat? Ein billiges Hemd. Und jetzt plagt mich dieser Fiesling auch noch nach seinem Tode. Would the abyss be paid well for this? Cheap sweater? Well, I'll have you know that belonged to your grandfather, you ungrateful git. Ah, it's him! Call me a fiend, will you? Well, I've never seen such a cheap funeral in my life.
You sold my clothes and kept the casket closed. You picked the flowers this morning from near the swamp. Und du hast einem betrunkenen Priester des Talos ein paar Kupfermützen gegeben, damit er ein paar profane Zeilen murmelt, die sich wie eine Lobpreisung anhören sollen. Was für eine Ungehörigkeit. Also wirklich. Wie hätte ich mir auch mehr leisten können, du alter Narr? Du hast doch dein ganzes Geld dieser kalischitischen Hure hinterlassen. Du kannst froh sein, dass ich dich nicht einfach im Fluss versenkt habe. Diese Demütigung, diese unerträgliche Demütigung, du erbärmlicher Witz eines Neffen. Geh zurück in dein Graben, du wurmfressender Teufel. Nur du bringst es fertig, von den Toten aufzuerstehen und mich zu plagen. Oh, ich werde zurückgehen. Aber nicht, bevor ich dich umgebracht habe, widerliches Dreckstück. Bereite dich auf deinen Tod vor, Nevin. Rettet mich. Nö, der hat's verdient. Da, dämlicher Knaller. Hat eh nicht mehr als ein Hemd und einen Stoß in die Rippen verdient. So, und jetzt möchte ich mal wissen, wohin sich meine kalischitische Süße verkrochen hat. Ein letzter Quickie ist immer noch drin. Okay. Oh Mann, wieder nur Ingold. Ist das der Kleriker, der da... Will nur nicht tot bleiben. I'll do as you tell, but only if there be a good amount of coins of me. Genau. Nur für ordentlich ein paar Münzen macht er hier was. Bark it up is be paid well for this. What gives? I've killed for less. So. Ihr seht ein offenes Grab in der Nähe, ein eisiger Schauer läuft durch den Rücken hinunter, als er ein Geräusch aus dem Grab hört. Ihr schüttelt den Kopf und geht weiter. Das Geräusch ist jetzt deutlicher. Ihr bildet es euch nicht ein. Aus dem Grab dringen eindeutig erstickende Hilferufe. Be quick with it. Aye, that be sounding right. What would you like? What do you want? I'll do as you wish. I'm waiting. Oh, hello? Das Grab ist nur teilweise mit Erde gefüllt. Der Totengräber muss voll gewesen sein. Es dauert nur ein paar Minuten, bis ihr den Sarg erreicht habt. Ihr öffnet den Sarg und entdeckt darin nicht nur eine Leiche, sondern einen Mann, der ganz offensichtlich noch lebt. Sofort helft ihr ihm aus dem Sarg. Möget ihr gesegnet sein, werte Dame. Seid gesegnet. Ich weiß nicht, wie lange ich es dort noch überlebt hätte, da drin begraben, wie ich es war. Wer seid ihr und wie konnte das geschehen, dass man euch bei lebendigem Leibe begraben hat? Ich bin von den Männern, die mich gefangen gehalten haben, begraben worden. Sie haben mich festgehalten, um meine Familie um Lösegeld zu erpressen. Und nachdem meine Familie das Geld bezahlt hat, haben sie mich niedergestreckt. Ich erinnere mich daran, hierher getragen und zusammen mit einem anderen Körper in das Grab geworfen worden zu sein. Und dann haben sie mich bei lebendigem Leibe begraben. Lebendig begraben? Ich kann mir kaum etwas Schlimmeres vorstellen. Und das alles nur wegen etwas Geld? Puh. Ich bin mir sicher, dass ich gestorben wäre, wenn ihr nicht so bald gekommen wärt. Was für einen furchtbaren Tod diese bösen Männer für mich auserkoren haben. Oh. Was könnt ihr mir über sie erzählen? Ich weiß nicht, wie sie heißen. Sie waren zu dritt. Der jüngste von ihnen hat mich hierher getragen, ganz in Rot gekleidet, eigentümlich und leuchtend, wenn ihr so wollt. Hier, das hatte ich in der Hand, als ich aufgewacht bin. Ich denke, das muss ich ihm wohl aus seinem Gewand gerissen haben, als er mich ins Grab warf. Hier, vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Fällt euch sonst noch was ein? Nur, dass jemand da war, mit dem die Männer sich unterhalten haben. Vielleicht war es ein Friedhofswächter, Herr Wärter. Ihr solltet zumindest mit ihm sprechen. Irgendwas muss er noch gesehen haben. Gut, ich werde versuchen, alles rauszufinden. Möget ihr gesegnet sein, werte Dame. Ich wünsche euch alles Gute. Ich muss jetzt zu meiner Familie zurückkehren und sie wissen lassen, dass ich noch lebe. Hab Dank, Helm, dass ihr über mich gewacht habt. Wir haben keine Zeit für sowas, Triss. Was kümmert es uns, wenn dieser Dumpfkopf es zulässt, dass man ihn lebendig begräbt? Bah.
Gehören wir jetzt zur Stadtwache an? Wir machen doch die ganze Zeit schon solche Aufträge. Hat doch nichts mit der Stadtwache zu tun. So, jetzt hier hinten lang. Aha. Gut, das ist der Totengräber, oder? Nee, das ist Stele. Ist das der Totengräber? Der Friedhof ist kleiner, als ich in Erinnerung habe. Habt ihr was zu tun oder geht ihr nur auf Gräbern spazieren? Seid ihr ein wenig gestresst? Ein bisschen, warum fragt ihr? Ich dachte, ihr habt vielleicht ein paar Stationen ausgelassen und jemanden lebendig begraben. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich habe nichts Böses getan. Ich bin nur ein einfacher Grabhüter. Hier gibt's keine Verbrechen. Nun, vielleicht sollte ich die Wachen entscheiden lassen. Oh, das wird aber kompliziert. Ich habe nichts getan. Fast nichts. Er hätte mich getötet, wenn ich mich nicht gewehrt hätte. Ich weiß überhaupt nichts. Ich lasse sie begraben, was sie wollen. Während ich die Gräber auffülle. Es ist ein Mann in Rot, den ich sehe. Er ist derjenige, er zahlt mir Gold und ich schaue weg. Ihn wollt ihr. Wo trefft ihr euch, um die Bezahlung zu kriegen? Ich weiß nicht, wo er ist. Er kommt her. Seht, ich helfe euch. Ich glaube, ich sehe ihn manchmal im Brückenviertel. Ich helfe gut. Ihr werdet niemandem davon erzählen, nicht wahr? Nicht wahr? Komischer Kurz, rennt weit weg, rennt weg, weit weg und kommt nie wieder her. Nein, ich renne ganz schnell. Lalalala. So. Mhm.